Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Freitag, Spieltag, Hannover, Heidenheim. Ich habe Angst, was heute Abend passieren wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eine ganz schwierige Partie wird und wir 96 das heute verlieren. Erst ein richtig geiler Tag auf der Messe, dann wird meine Bahn blockiert, sodass ich nicht zum Hauptbahnhof komme. Dann sind wir zu spät in Milan, trainieren innerhalb von einer Stunde so viel, wie wir normalerweise in zwei Stunden machen. Und dann vergesse ich meine Reifen ins Auto zu laden, obwohl ich zum Reifen wechseln muss. Gott sei Dank sind sie jetzt drin. Dankeschön, Max. Und auf geht's. Kaum ist man wieder zu Hause, Thermoskannen, Brotdosen, Flaschen und mal wieder ein Paket. Da ist das erste Paket, beziehungsweise der Inhalt des ersten Pakets, das ich heute bekommen habe. Eine neue Sonnenbrille, stell mal scharf. Voll Trend hier. Normalerweise gar nicht mein Ding, aber warum nicht? Und da drin haben wir ganz spannend einmal einen Steckdosenadapter, wofür ich den wohl brauche. Und meine neue Handyhülle, die allerdings ziemlich cool ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir doch schon stark. Ja, nee, ist schon cool. Zumal das hier so ein Aufstellding hat, so eine Befestigung. Was? Ich finde das nice. Fühlt sich auch gut an, von der Verarbeitung her. Lissmann, du, Freunde. Check das mal aus. No product placement, aber gefällt mir gut. Und glaub mir, Freunde, die Tücher werden nachher wieder benutzt. Weil Max kommt vorbei und mit Meckes. Und wir gucken Fußball. Wie jeden Dienstag. So, What Culture Wrestling. Dann haben wir hier gerade Deal With aufgenommen mit Florian Thauvin. Die Serie oder die Episode habt ihr schon gesehen. Boah, war das ein Krampf, Alter. Wahnsinn. So, dann machen wir nochmal wieder los. Gegen Abend ausnahmsweise mal wieder Max abholen. Der kommt mal wieder nicht alleine hierher, sondern ich mach das. Wir fahren zu Meckes und ich habe Sommerreifen. Ach ja, wie schön. Ich sollte vielleicht mein Auto wieder richtig machen. Zumindest sollen die Sitze eigentlich so nicht sein, wa? Naja. Kannst du auch nehmen. Was ist das für eins Box vom Design her? Die Signature Collection, das ist ja der absolute Hammer. Wahnsinn! Das ist mehr so Standard und das ist FIFA und dann haben wir hier unten Juve gegen Monaco. Mit De Santos. Digga, was ist das für eins Burger von Farbe her? Wahnsinn! Und ich hier beim. Was würdet ihr essen? Schreibt in die Kommentare. Wir werden gerade von den Minnesota Vikings komplett aus dem Leben geklatscht. Gut zugegeben war der erste Drive auch eine Katastrophe. Mit genau 3 Yards und einer verunglückten Hail Mary. Und hier kommt auch noch Shining. Juhu, damit gibt es die Chance tatsächlich darauf, dass Real zweimal in Folge die Champions League gewinnt. Ja, das hat noch kein Team geschafft und ich habe das Gefühl, dass Juve das Finale gewinnen wird. Aber die haben gestern gegen Monaco immer ein Tor kassiert, was sehr hilfreich sein könnte für Real, weil dann haben die diese Bürde nicht, beziehungsweise diese extra Motivation ist halt nicht mal bei Juve da, das halt zu schaffen, dass sie nur 2 Gegentore kassieren. Auch wenn 3 natürlich auch krass sind. Sehr, sehr gut. Aber muss man sagen, Atletico hat sehr stark begonnen. Ich hatte kurz Angst, aber Gott sei Dank war dann Isco Disco da. Ich hätte jetzt gerne noch ein Tor von Ronaldo. Warte mal. Nochmal Isco. Wir sind übrigens in der 84. Minute. Ronaldo. Nee. Schade. Wahnsinn, es ist schon Donnerstag, ey. Krass, die Zeit vergeht so schnell. Ich habe mich gerade verplappert, deswegen jetzt ein anderer Cut quasi. Denn ich habe gesagt, wo es hingeht in Urlaub. Ich fliege ja am Samstag weg, das kann ich euch sagen. Und ich bin die Woche nicht da. Das heißt, die Videos werden ein bisschen anders. Ich glaube, den Vlog hier werde ich noch aus Deutschland hochladen. Danach die Vlogs aus... Das werde ich euch diesmal nicht sagen, aber dann habe ich euch gesagt.
Ich werde euch heute mal so ein bisschen mitnehmen, was ich vorbereiten muss, was ich mitnehmen muss und so weiter und so fort. Es wird sehr, sehr interessant. Es werden sehr geile Vlogs, die kommen werden aus dem Land, wo ich hinfliege. Es werden aber unter der Woche wahrscheinlich nicht Videos aus dem Land kommen, weil ich dafür keine Zeit habe, die zu schneiden, sondern, oder weil ich die Zeit nicht aufwenden möchte, die zu schneiden, sondern eher, ja, was zum Team of the Season, was ja jetzt am 12. Mai losgeht, das heißt morgen, am Freitag, also für euch vielleicht sogar heute oder gestern, mit dem Community Team of the Season. Ich werde über meine persönliche Team of the Season sprechen, und zwar zu den ganzen Ligen. Und das wird die ganze Woche füllen, weil wir haben 5 Top-Ligen, Gott sei Dank. Ja, das würde ich sagen, war's erstmal für den Moment, und wir sehen uns später wieder. Teil 1 der Sachen, die wir vor Amerika erlegen müssen: wir gehen ins Elan. Mal wieder. Überraschung, Überraschung. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich meinte. Er ist so schön. Besten Martin in Deutschland. Wie oft sieht man das? Ich nicht so oft. Boah, was soll der euch machen? Moschus. Hacke. Ja? Ja, das finde ich gut. Das riecht voll nice. Was ist denn mit dem Excite? Das ist echt nirgendwo, wo der verschwunden ist. Das ist der Wahnsinn. Was suchst du denn? Nicht Bibilu Duscher. Nicht? Nee. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Mittagessen D zu dem Lux. Geil. Also wenn es dafür noch reicht, ne, dann kann man auch morgen wegfliegen. So, Sommerregen. Es gibt kaum Geileres, allein der Geruch dabei. So herrlich, den ganzen Tag Sonne geschienen. Schön warm, denn sieht man auch, eigentlich ist gutes Wetter. So gut. Ich fahre jetzt zu der Freundin, mit der ich wegfliege. Und wir planen, was wir da, wo wir hinfliegen, machen. Nur ihr wisst immer noch nicht, wohin es geht. Wartet auf den Bus. It was almost love. It was almost love. When I... So, ab nach Hause. Es ist immer noch hell, es ist 9 Uhr, ich liebe den Sommer einfach. 1,5 Tage noch, bis ich losfliege, und wir haben jetzt so ein bisschen was geplant. Wir wissen so ansatzweise, was wir teils machen werden. Wir werden eine Menge Zeit einfach nur chillen, aber auch auf jeden Fall einen, ja, Besuch machen in einem Park. Ich glaube, Park kann man es ganz gut nennen. Die Frage ist nur, was für ein Park, ja, ihr wisst es ja nicht. Am Ende von diesem Vlog werde ich es euch wahrscheinlich sagen. Aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich der Fall sein wird. Ich weiß immer noch nicht. Neuer Tag, neues Glück. Ab zur Schule. Ich glaube, wir sehen uns erst, wenn ich wieder da bin. Also wenn ich wieder zu Hause bin. Dann wahrscheinlich schon sehr anders, als ich jetzt aussehe. Einfach komplett aus dem Nichts, hier komplett Weltuntergang. Was soll das denn? Meine Fresse nochmal, ey. Was ist das? Es ist Sommer, da hat eben noch die Sonne geschienen, die ist so warm. Gott sei Dank bin ich morgen hier weg, ey. Alter, was? Guck mal, wo wir schon wieder sind. Und mittlerweile regnet es auch nicht mehr. Sieht nur grau aus, aber was soll's. Juhu. So, Training fertig, Haare kurz, schön für Miami. Nee, jetzt könnt ihr es wissen, jetzt der Wiederkommt sowieso erst Samstagabend, da bin ich schon unterwegs. Ja, es wird da warm in Miami, Miami Beach um genau zu sein. Da werde ich eine Woche mich verbringen, oder werde ich eine Woche verbringen, mich eine Woche rumtreiben. Und ihr werdet davon einige sehen. Und jetzt sind alle Vorkehrungen hier getroffen. Ich wollte letztes Mal mit Max trainieren, den ihr nicht sehen könnt, weil mein Finger davor ist. Was auch, glaube ich, besser so ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ja, ich bin gespannt. Aber nach Hause jetzt. Mir ist warm, ich will Ben & Jerry's. Allerdings das Falsche, weil einfach bei dem Rewe immer Cookie Dough ausverkauft ist. Schweres Leben. Ja, nee, Kamera im Auto vergessen ist eine super Idee. Hat auch gar nicht doll geregnet. Oder so. Also gerade sah ich noch normal aus. Ist irgendwie... Jetzt wisst ihr alles, deswegen ist es auch irgendwie nicht mehr so wichtig. Aber das heißt, der Vlog endet jetzt hier ganz abrupt plötzlich. Und wir sehen uns wieder aus Miami. Schönen Tag noch, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.